Okay. Warte. Noch schneller, dann bremsen und mit der Komme. Also zwei verschiedene Tempolauf, ja? Hopp! Ja. Dieselbe Aufgabe, bisschen früher Pass und bei voller Schnelligkeit bremst du mit einer Brille und dann kommst du zurück, okay? Hopp. Und somit. Hopp. Hier. Zur Mitte. Pass auf. Noch mehr. Noch mehr. Noch. Pass. Pass. Weg. Die beide Gruppen dasselbe. Diese Gruppe ohne Ball. Die Ecke. Ja, rollen die Ball, nicht immer passen. Roll mal die Ball. Roll. Hopp, 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 hopp. Ja. In verschiedene Plätze, nicht immer ganz genau. Links, rechts. Er muss sich orientieren. Pass. Hopp. Ja. Okay. Gut. Robby, anders. In diese Richtung laufen. Ja. Nach dem zweiten, dritten Wurf, Position wechseln, Aufgabe wechseln. Genau das, was wir nicht möchten. Nicht das springen, aber zu mit. Ja, von richtiger Sprung sucht ihr. Komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Gegen Verteidiger springen. Habe ich oder Tor, oder 7 Meter, oder vielleicht noch 2 Minuten, was ich letztendlich gerne haben möchte. Wir versuchen. Einmal von linker Seite, einmal von rechter Seite. Verteidiger kommt, also bitte die Aufgabe immer wechseln. Komm hoch. Länger in Luft bleiben, nicht auf Verteidiger gucken, auf Kippe, wie macht er, was er, wie er reagiert. Bodenpass manchmal, verschiedene Abspiele. Okay, Frank.
Komm her bitte, als Verteidiger. Versuchst du gegen diese Spieler verteidigen, aber die Grenze ist irgendwo hier. Deine Aufgabe nach dem Abspiel durch Bewegung, durch Finte, eine günstige Position zu finden. Komm hoch. Hopp. Schon, schon. Ja. Puch, puch. Weiter. Schon, pass, pass, pass. Früher ein bisschen laufen. Hopp. Wurf, Wurf. Ja. Hopp, hopp. Ja, Robi, versuch mal nicht dort gucken, wo er läuft. Du weißt ganz, ganz genau, dass er da kommt. Deine Aufgabe, hopp. Deine Aufgabe, hopp. Ja, Bodenpass, hopp. Aber plötzlich kommst du zurück, also versuchen wir einlaufen. Einlaufen, hoppla. Du hast Zeit, du kannst mit drei Schritten diese Zeit ausnutzen, mit einer Prelle, mit einem Pass, hopp. Und dann hast du Abspiel. Und nach dem Wurf, andere Seite. Auf diese Seite, Pass, Pass, gleichzeitig, Pass mit Jari, Rückpass, Wurf. Ja, ein bisschen weiter, Jari. Ja, immer gehst du Richtung Außen, hopp, bewegst du dich immer, dass du frei bist, den Abspiel. Ja, komm, hoppa, hopp, hopp, schon. Gleichzeitig, schon, 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 hopp. Also das sind diese Aufgaben, wo ich gesagt habe, die Zone, wollen wir jetzt verschiedene Aufgaben für unsere Spieler geben. Jungs, gleichzeitig, zwei Bälle, warte mal. Zwei Bälle gleichzeitig. Wurf kommt sowieso mit verschiedenen Teilen. Komm, hopp. Und zur Mitte, zur Mitte, zur Mitte musst du jeden Zentimeter ausnutzen. Fall von Abend. Frank. Wechsel. Warte mal. Nach dem Abspiel. Sei so kurz. Hoppla. In Richtung Außen. Als nächste Möglichkeit. Ja? Und dann nutzt du diese Sperre, spielst du ab. Hier. Serge. Schneller, schneller, schneller bitte. Okay, dasselbe. Ein Aufbauspieler hier statt Christian. Komm, hopp. Sei mal. Alleine zu gehen. Hier, hier, wartest du, du weißt nicht gar nicht. Jetzt, hoppla. Hopp. Hast. Natürlich eine Möglichkeit musst du ihn beobachten und wenn er schon Richtung Außen geht, denn deine Möglichkeiten sind auch unheimlich groß. Muss man nur das ausnutzen, beobachten. Weiter. Dann als Rechtshänder kannst du auch mit linker Hand abspielen, Bodenpass geben, nur immer neue Möglichkeit. Hopp. Ja, prima. Hopp. Hopp, ja, ich habe Zeit, hopp. Hopp, Druck, hopp. Mehr, mehr, mehr. Eins gegen zwei zwischen, nein, nicht gegen ihn. Ja, du bist zweiter Spieler, binnen. Du bist hier kommen, ja, also der zweite muss auch helfen. Und dann, ja. Hopp, hopp. Ja, hopp. Und zur Mitte. Hopp. Weiter. Ist egal.
ganz sauber auf dieser Position. Das ist kein Problem. Sprung kommen gleich auf andere Seite. Und zur Mitte. Nein, wieder. Bitte sehen, dass ziemlich typisch ist für viele Rechtshänder, dass sie versuchen, Pass für Außenspieler mit rechter Hand abgeben. Viel, viel leicht wäre Bodenpass oder sogar halb auf halb Hochhöhe mit linker Arme diesen Pass geben. Immer ist so. Weiter. Und weg in die Ecke. Oh, zehnmal eine, ja. Nächste Seite, hopp. Linke Hand, Bodenpass. Spieler. Er weiß ganz genau, was ich machen will und ist natürlich viel, viel leicht zu verteidigen. Versuch mal einfach selber machen, hopp, herkommen, hast du immer die Möglichkeiten, anders abspielen. Ja? Die Augen zeigen sehr viel. Weiter. Komm hoch. Ja, weiter. Komm hoch, hopp. Jawohl. Komm hoch. Früher, Robi, früher. Gut. Nicht zufrieden, Timing, musst du fühlen, was ist los? Hoppa! Hopp! Ja! Siehst du, wieder neue Möglichkeit, hopp! Warte mal, Marco, warte mal, zufrieden! Alles zufrieden! Warte! Warte! Bisschen später! Einmal so, einfach lass den Außenspieler laufen. Komm. Linke Hand, Robi, ein bisschen tiefer, linke Hand, Bodenpass und so weiter. Gut. Ja, aber Frank, bitte, eine Hoppla.
Gut. Rechte Bein vorne, noch offensiver, Robby. Schneller zurück, zurück und wieder greift parallel, ja. Aggressiver bitte in Verteidigung noch. Aggressiver, verteidigen aggressiv. Kurz bleiben und dann die letzte Momente durch diese Beine. Vorwärts. Ja. Und ja. Dann richtige Timing. Auf. Hopp, hopp, Druck, nochmal, hopp, geh Marco, ja? Prima, weiter. Druck, mein Druck noch. Noch offensiv, Robby, noch offensiv. Hoppa. Sperre vorne. Hopp. Oder hopp. Vorwärts oder rückwärts. Weiter. Offensiv. Er hat Ball. Zurück. Wieder offensiv. Aber jetzt hast du schon. Jawohl. Nochmal. Offensiv. Zurück. Offensiv. Gut. Weiter. 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 Ja, genau das, was wir nicht möchten. Also Spiel machen. Okay? Sehr gut. Zwei, drei Vorbereitungspässe mit Druck und oder auf linke Seite oder auf rechte Seite. Also oder direkter Pass als Signal für Aktion auf rechte Seite oder direkter Pass
und dann als Signal zu kreuzen. Ja, vier. Bei dieser Etappe, diese Aufgabe ein bisschen leicht zu machen. Später kommt noch Zirkelspieler, später kommt sechster Verteidiger, fünfter, sechster Verteidiger. Und letztendlich haben wir diese neuen Elemente, wo Außenspieler nicht traditionell in die Ecke steht, sondern bewegt sich überall. Weiter. Ja. Allein, allein, allein. So eine Einladung hast du gehabt. Weiter. Nächste Ball, hoppa! Hopp, hopp, hopp! Weiter. Zumachen, zumachen! Jari, Itze! Yep. Weiter, ja, zum Beispiel, weiter, nicht bleiben, wir haben unsere Aufgabe gemacht, aber nur teilweise, Ball ist weg, wieder muss ich dieses Spiel so machen, komm on. Nochmal. Weiter. Weiter. Abspiel ohne Blickkontakt, verschiedene Abspiele, aber nicht gucken. Bodenpass ab und zu, Bodenpass. Vielleicht wäre das. Stopp. Die, das sind eure Zirkelspieler. Das sind zwei Verteidiger. Okay? Komm auf. Gut. Und bitte jetzt versuchen, die Laufwege sind bekannt, Pass, Folge auch, mit Wurf dasselbe. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, kommen, abspielen. Kommen, abspielen, also vorwärts, rückwärts, Sperre.
ohne Sperre kommen, abspielen und umgekehrt. Die beiden stehen offensiv und wie gesagt, Sperre vorwärts, Sperre rückwärts, auf linke oder rechte Seite oder hinter. Verteidiger sich bewegen, fangen und passen. Immer sich zeigen natürlich und Abspielbereitschaft auch signalisieren. Ja? Komm, hopp. Flach, alles flach. Mit links, mit rechts abspielen, bitte, bitte versuchen, Bodenpass geben. Beide können schießen, aber nicht gleichzeitig, bitte. Und oft der Bodenpass, oft der Bodenpass, oft der Bodenpass, hopp, schon. Ja, hopp. Hopp, abspielen, zack. Und so, nach jedem Abspiel hinter. Aber oft der bitte verschiedene Abspiele. Hinter rücken als Signal für. Bitte euch bewegen, immer ganze Zeit, konzentriert euch bitte auf die Spieler mit Ball. Offensiv. Komm, so, das ist dein Mann, da ist dein Mann. René, Marco ist dein Mann. Er noch hier irgendwo ist und dann Sperre zurück, Pass, Sperre vorwärts oder rückwärts, Abspiel und so weiter. Dasselbe, konsequent, jeder Abspiel mit Sperre gegen offensive Verteidiger. Bitte. Sperre, hopp. Pass. Zurück, komm. Ja, aber solche Kotelette spielst du. Du musst auch genau spielen. Hopp. Nein, Ball zuerst fangen, dann Sperre kommen. Hopp. Ohne Hände, das ist Sturmefaul. Ohne Hände, Itze, Beine sind. Das ist keine Sperre, das ist kein Abspiel, weil da sind sie hier, Freunde sitzen, sind wir weg. Wenn du das machst, wenn du Ball kriegst, du brauchst dich auch gegen ihn so gehen. Das ist auch Sturmfaul. Reicht, wenn wir, er geht hier, was kann er mehr machen? Er muss zu mir kommen und das ist keine Sturmfaul. Dann ist Abspiel. Ich brauche nicht immer diesen Kontakt mit Angriffsspieler. Abwehrspieler haben, bitte. Komm. Pass schneller, schwere Pässe. Spielst du leichter Pass, hast du genug Zeit und genug große Distanz ist zwischen die beiden Verteidiger. Hopp. Sperre, stopp, Sperre zuerst. Wechsel. Und mir geht auch um Bewegung, welche immer am Kreis ist, Blickkontakt. Ich muss wissen, wo ich Linie hinter mich habe. Ich muss wissen, wo ich gerade bin. Hopp, Doppelpass. Ja. Und wieder etwas, was wir korrigieren müssen. Gib mir wieder Ball. Ball. Geht mal. Wenn ich so komme, dann passe ich so. Das ist kein Abspiel, weil das ist zu gefährlich. Das ist klar. Weil ich immer, wenn er sich hier bewegt, ich bin immer in der Lage, diese Bewegung zu machen. Eine Sache. Also das versuchen wir jetzt korrigieren. Und zweite Sache, wenn ich hier komme und ich möchte mit dem Doppelspass spielen, denn diese Bein ist verantwortlich für diese Bewegung. Offensive genauso und dort muss Sperre die Doppelpass sein. Bitte. Ja, Abspiel, hopp. Müssen wir natürlich aufpassen, ob die Beine nicht so stehen, weil sonst bekommt der Kreisspieler einen Schlag und ist unstabil. Diese Sperre bringt nicht zu viel. Wenn ich breite,
Beine habe, dann kann ich mich bewegen und kann ich natürlich stabil sein. Okay? Okay, gut. Stopp. Ein bisschen weiter. Frank in der Mitte. Robin. Relle. Abspiel, warte mal. Gehst du da und mit diesem Bein drehst du dich um. Passt. Pass. Robi dasselbe und ich da. Und auf dieser Seite Robi. Sperre, Abspiel, Doppelpass, Wechsel. Ja? Wieder. Hopp, umdrehen. Hopp. Pass bei Bewegung, nicht bei Stehen. Hopp, umdrehen. Pass, pass. Rennerichtung, Laufrichtung. Hopp, hopp, pass. Und wir können diese Übung entwickeln, wie wir wollen. Wir können als Aufgabe Stopp für Stopp, Stopp, Stopp. Wir können uns. Okay, hopp. Hopp. Ja. Pass, pass. Hopp. Hopp, pass, pass. Hopp. Ja. Pass, kreis, kreis, hoppa, hoppa, pass, pass, ja, wieder, kreis. Brenne, wechsel mit, ja, das ist hoppa. Intensive Übung. Noch, komm, ich kann ein bisschen diese Grenze. Nein, 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 hier, hier, hier. Ja. Weiter, komm. Ja, sowas kann passieren, deswegen hat er keine Schritte. Ich bin hier, er hat keine Möglichkeit, etwas zu machen. Er hat nur freie Hand. Und letzte Mal, komm. Hopp. Ja, das passiert bei Spiel. Das passiert bei Spiel und deswegen er braucht trotzdem noch eine richtige. Komm. Hier. Komm. Ja. Komm. Ja. Aufstehen. Komm. Komm. Hier. Ja. Weiter. Okay, danke. Nächste. Kreisspieler, schneller. Komm, 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 komm. Komm, Christian. Neue Aufgabe. Ball fangen. Ball fangen. Abspielen. Ball fangen da. Nein, nee, aber solche Ball. Das ist zu leicht. Nochmal, das ist zu leicht. Ja, nee, das ist auch nichts. So was. Komm, fangen. Fang, ja, prima. Also zweimal machst du das. Und danach läufst du zurück, kriegst du Ball und musst du diese Lücke, hier, diese Lücke, nutzen. Stehst du auf, wieder dasselbe, aber hier zuerst, hier als zweiter. Und kommst du hier, kriegst du seine Ball und musst du diese Lücke. Ja? Okay. Hopp, hopp, pass. Pass. Kräftiger. Komm, 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 da, da. Komm, 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 schau mal jetzt. Komm, 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 ja, weiter, komm. Komm, fangen, 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 fangen. Ja. Und sehen Sie, er hat keine Möglichkeiten, schon mit Schritt etwas zu machen. Ja, weiter. Fangen und kein Schritt mehr. Wir fangen mal, wir retten diese Situation, aber. Mal.
Der Nix, da ist. Fangen. Ja. Zufrieden. Mit diesem Ball immer dieselbe Aufgabe wie bis jetzt. Druck natürlich dafür nutzen, diese Sperre versuchen, richtige Timing zu finden und sollen wir alles picobello machen. Okay? Komm hoch! Hoch! Druck! Hoch! 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 Passiv, Wurf, Offensiv, Abspiel. Kann er das machen nur dann, wenn er 100 Mal vielleicht, 150 Mal dasselbe immer macht und dann bekommen wir wahrscheinlich ein vernünftiges und gutes Zusammenspiel zwischen die beiden Leute. Bitte, hopp, alles bei Bewegung, hopp. Nächste Wahl. Kennt ihr beide, kein Problem, hopp. Hoch. Ja. Einmal offensiv, einmal defensiv. Und er muss das beobachten. Hoch. Nächste. Ich garantiere euch, durch diese Übung bekommen wir viel, viel mehr als durch einfachen Wurf, obwohl der Spieler schließt das von 100 Mal, vielleicht 99 Mal ab. Weiter. Schon versuchst du alles, was mich ist, wenn er so bleibt, da, da oder da, okay? Nicht Sprungwurf, sondern Hubwurfschlag. Gut, weiter. Sperren. Serge, stopp, stopp, stopp. Serge, versuch mal nicht direkt schon, stopp, 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 nicht direkt schon hier stehen, sondern eigentlich vernünftig ist. Zweite Verteidigung zuerst offensiv und dann richtiger Tempo nach vorne zu gehen. Wenn du hier bist, er beschäftigt sich sofort mit dir und der dritte ist weg. Was wir müssen auch natürlich wissen und vorbereiten. Komm, komm. Nein, nein, aber gehst du gegen zweite Verteidigung nicht sperrt. Deine Aufgabe ist regelmäßig sperrt. Hände weg, Sturmefall. Stimmt? Weiter.